Hallo und herzlich willkommen hier zu unserem zweiten Video News Channel Tag auf der IFA in Berlin. Heute bei HAMA. Markus Sommer erwartet uns und hat eine ganze Menge Neuheiten für uns eingepackt. Viel Vergnügen! Wie immer und wie jedes Jahr, kleiner Standrundgang für euch exklusiv. Und wir wollen eigentlich kurz auch schon mit einsteigen. Wenn Sie Zeit haben, gehen Sie mal auf unsere neue gestaltete Homepage www.hama.de. Egal mit welchem Gerät. Und das ist eine Programmierung, die im Hintergrund stattfindet. Wir haben uns überlegt, dass der Kunde heute nicht nur mit einem Breitbildfernseher oder Monitor, Computermonitor eben ins Internet geht, sondern mal über das Handy, mal über das Tablet, auch mal über den Computer. Da wir das Endgerät, mit dem Sie jetzt auf die HAMA www gehen, erkennen können, durch die Browseranwahl, haben wir jede Möglichkeit der Gestaltung. Das heißt, haben wir einen breiten Monitor, gehen wir in die Breite. Hier haben wir jetzt mal den Monitor senkrecht hingehängt und schauen sich dort zum Beispiel mal den Zubehörassistenten an. Hier kriegen Sie sofort jede Zubehörverknüpfung eben angezeigt. Wenn Sie auf einer Kamera sind, egal welches, drücken Sie drauf. Sie können es auswählen, was Sie haben, ja, und können eben aussuchen, was Sie gerne haben möchten und können ganz schnell navigieren in den einzelnen Bereichen hinein, kriegen eine Riesenauswahl eben an gelisteten Zubehörverknüpfungen. Das heißt, Sie haben Ihr Endgerät, Ihr Hardwaregerät. Wir sagen Ihnen, welches Zubehör ist genau passend dafür in allen Ausführungen, die wir da haben. Neuheiten sind sofort integriert, Produktinformationen sofort geschrieben und sofort online. Sie können es überall, egal wo Sie sich befinden, wenn Sie einen Netzzugang haben, sofort die Informationen herauslesen. Digital Audio Broadcast ist ein Zauberwort, das inzwischen in der Heimradio-Welt oder in der Portable-Radio-Welt eingezogen ist. Digitales Radio DAB Plus ist eine ganz tolle technische Innovation, die die nächsten Jahre unheimlich viel bewegen wird in Deutschland. Es sind mehr als 40 Millionen Radiogeräte umzurüsten. Und HAMA ist einer der ersten, der hier mitgemischt hat und hat auch richtige Lösungen, Markus. Ihr hattet letztes Jahr die Grundbasis von diesem Gerät, ich glaube, das hieß 3000. Und inzwischen gibt es weitere Versionen. Erzähl doch mal. Ja, also es ist grundsätzlich so, dass viele immer auf die Idee gekommen sind, ihr Smartphone einzusetzen, um darüber Radio zu hören. Da ist aber die Problematik, dass sie morgens das Telefon geladen haben müssen. Sie müssen die Verbindung zum Lautsprecher aufbauen über Bluetooth. Sie müssen die App starten, um dann den Radiokanal zu starten. Dann müssen sie das Radio selber, da muss ein Puffer aufgebaut werden. Es dauert unwahrscheinlich lange, bis ein Smartphone ein Radiosignal rübergeht. Was war denn früher der Fall? Wir sind hingegangen, haben aufs Knöpfchen gedrückt und die Musik kam raus. Und deswegen gebe ich eine große Chance diesen sogenannten Internetradios, weil sie auf Knopfdruck sofort funktionieren. Ich verbinde sie einmal mit meinem Netzwerk und habe aber dadurch weltweit Zugriff auf meine Lieblingssender, die ich haben möchte. Also ich bin nicht immer regional eingeschränkt, sondern ich kann weltweit jeden Radiosender mir raussuchen, den ich haben möchte. Ja. Die nächste Generation, die Weiterentwicklung ist hier, dass beim DR3100 ein Farbdisplay eingebaut ist, weil jetzt mittlerweile die Radiostationen auch zusätzliche Informationen mit ausliefern. Früher war das im Verkehrsfunk, was läuft gerade aktuell im Radio. Hier wird es in Zukunft geben, dass es dann, wenn es die Radiostation zur Verfügung stellt, die Wetterkarte mit eingeblendet wird, wenn das Wetter erklärt wird. Ja? Und das sind zusätzliche Services, die gebracht werden. Dann haben wir es noch in einem schönen Design gepackt mit einem ganz tollen Sound. Und es ist wirklich als vollwertiges, absolut tolles Radio sofort einsatzbereit und ist natürlich abwärtskompatibel. Weil wir aber alle Technik verliebt sind, können wir das auch steuern über eine App, dass ich nicht immer hier an die Knöpfchen drücken muss und sonst irgendwas, sondern ich mache eine intuitive Bedienung über eine App-Steuerung, was ich entweder meine Favoriten vorgelegt habe oder Sie haben weltweit Zugriff auf zigtausende von Radios, dass ich es eben sortieren muss. Und ich kann natürlich sagen, möchte ich Internetradio hören, möchte ich es als ganz normalen Musikplayer nehmen, will ich den DAB oder will ich einen analogen Frequenzgang eben dran setzen. So, und wenn wir das schon alles haben als Know-how, dann packen wir es gleich weiter auch nochmal in ein klassisches Küchenradio als Aufbauversion oder auch als Unterbauversion und somit haben Sie wieder Radio, Musik, die Sie haben möchten, eben in Ihrer Küche. Wir haben eine Wortkreation, die heißt OTG, On The Go, und das versuche ich jetzt gerade Ihnen zu erklären, um was es dabei geht. Also es geht um eine neue Art von entwickelten Speichersticks, die nicht wie klassisch auf der einen Seite den USB-Stecker haben, sondern zusätzlich auf der anderen Seite den MicroSD. Jetzt sagen Sie,
ja, ist ja nichts Besonderes. Aber was führt das im praktischen Leben? Ist das sehr, sehr einfach, weil wenn man nämlich eine Kamera hat, die mit SD-Karten ausgestattet ist, ich tue meine SD-Karte hinein, ja, mache dann ein Foto von zufällig vorbeilaufenden Personen, wenn sie mal auslöst, ich weiß nicht, warum sie auslöst. So, wenn sie denn dann ausgelöst hat, haben wir ein Foto. So, und dieses Foto möchte ich jetzt sehr schnell kommunizieren. Die Kameras hat ja keine Verbindung zur Außenwelt, aber mittels Adapter und einem Tablet, und jetzt ist der Vorteil, dass ich jetzt hier einen kleinen USB-Stecker habe, kann ich es unmittelbar hier aufrufen an meinem Tablet. Habe sofort das Foto, was ich gerade geschossen habe, ja, und kann es sofort überall hin transportieren. Und das ist der Vorteil an OTG-Artikeln, die eben einfach nur auf jeder Seite einmal den USB, auf der anderen Seite den Micro-USB haben. Sowohl als Kartenleser, weil ich ja die SD-Karte gerade genommen habe, oder eben mit zusätzlichem Speicher. Und ganz neu natürlich auch hier einen kleinen Dongle mit USB und den Adapter auf Micro-USB. Und somit bin ich zu allen Endgeräten sehr schnell kompatibel. Ich muss nicht große Umwege machen und vor allen Dingen, Sie haben jetzt keinen PC im Einsatz gesehen, ich bin komplett ohne PC, habe aber genau das erreicht, was ich machen wollte. So ein ganz interessantes Produkt ist unser Hama Screenshare Adapter. Was mache ich damit? Es ist ein kleiner Adapter, den habe ich jetzt hier mal an eine Verlängerung angeschlossen. Normalerweise steckt der ja hinten in dem HDMI-Port, ne, am Fernseher dran. Und ich habe ja heute sehr, sehr viel Inhalte auf meinem Handy oder auf meinem Tablet, Fotos, Videos. Und zu Hause ist es jetzt oftmals so, es kommt Besuch und man will mal gespielt die Bilder aus dem letzten Urlaub oder ein kleines witziges Video zeigen und das nach Möglichkeit auf dem großen TV. Na, die neuen Geräte können zum Teil ja sowas schon direkt, aber wenn ich eben noch kein absolut neues Gerät habe, dann kann ich das mit so einem Adapter verwirklichen, den stöpsel ich hier dran. Das, was wir hier jetzt sehen, ist das Eingangsbild und jetzt kann ich das Tablet hier ganz, ganz einfach verbinden, indem ich mal hier runterstreiche und sage hier Screen Mirroring an. Er verbindet sich jetzt automatisch mit unserem Adapter und mein kompletter Bildinhalt wird einfach auf mein großes TV-Gerät gespiegelt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier in meine Galerie reingehe, dann kann ich mir hier dementsprechend meine Bilder raussuchen und gucken, was gibt es denn da zu sehen und kann das einblenden. Und das ist eine Technik, das versteht jeder Endanwender, da brauche ich keine Apps dazu. Das haben die Geräte von der Steuerung von Hause aus eingebaut, ist also ganz easy, kann jeder benutzen. So, das waren für heute die Previews von Hama aus dem Video News Magazin Nummer 16. Sie wissen, das hier waren nur kleine Appetitanreger. Die ganze Palette der Neuheiten sehen Sie nur auf der DVD und auf der Blu-ray Video News Magazin Nummer 16. Und den Kontakt dazu bekommen Sie bei www.videoschule.de. Und wenn Ihnen dieser Video News Channel hier bei YouTube gefällt, dann klicken Sie bitte auf Gefällt mir oder abonnieren Sie uns. Bis morgen von der Funkausstellung in Berlin, Ihr Josef Veit.